Wir und Eva-Maria Holz, Leitner von der SPÖ, ist am Weg zum Rednerpult. Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen, werte Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin. Über das Vorhaben, das wir wirklich über alle Fraktionen hinweg teilen, hat meine Kollegin Petra Wimmer schon unsere kleine Kritik auch angebracht, dass wir natürlich über den Entschließungsantrag hinaus gerne eine wirklich konkrete Gesetzesvorlage beschlossen hätten. Aber grundsätzlich, wie gesagt, sind wir da natürlich auch mit an Bord und das ist ein sehr wichtiges Vorhaben. Aber kurz ein kleiner Exkurs. Es ist grundsätzlich extrem wichtig, dass heute ein neues Teuerungspaket auch aufgelegt worden ist, aber dass dieses Paket auch wirklich dringlich notwendig war, zeigt uns, dass jeder dritte Haushalt in Österreich die Konsumausgaben nicht mehr decken kann. Jeder dritte Haushalt muss Erspartes aufbrauchen oder das Konto überziehen, um sich Essen leisten zu können. Jeder dritte Haushalt, ob man essen kann oder nicht, das ist eine dramatische Entwicklung und zeigt uns, dass wirklich Feuer am Dach ist. Also es war mehr als notwendig, dass hier was passiert. Und um auch auf den Ausschuss für Familie und Jugend zurückzukommen, wir fordern seit Jahren, dass zum Beispiel eine Reform des Schulstartgeldes dringend notwendig ist. Bleistifte, Schulhefte, Schultaschen, all diese Preise sind um 6% gestiegen. Eine Verdopplung des Schulstartgeldes würde mehr dem entsprechen, was auch tatsächlich an Kosten anfallen. Und auch eine Frühjahrauszahlung im August, weil wann kauft man denn Schulsachen? Wenn man mit dem Zeugnis des letzten Jahres die Materialliste fürs neue Schuljahr mitkriegt, den Sommer über. Und eine Auszahlung im August würde eher dem entsprechen, wo auch wirklich die Kosten anfallen. Und deshalb, wie gesagt, ist das ein kleiner Funken, den man bei dem Teuerungspaket vielleicht positiv sehen kann, diese Einmalzahlung der 180 Euro. Aber es ist eben eine Einmalzahlung. Und was machen die Familien im Jahr 2023, wenn die Schulmaterialien noch immer gleich teuer sind? Die brauchen Planungssicherheit. Die müssen wissen, ob sie sich die Schulmaterialien auch ohne Probleme leisten können. All unsere Anliegen in diesem Bereich sind letzte Woche im Familie- und Jugendausschuss vertagt worden. Vertagt, vertagt, vertagt. Und wenn ihr in diesem Haus noch einmal hört, dass wir gerne überfraktionell zusammenarbeiten sollten, liebe ÖVP, liebe Grüne, dann redet halt mit unserem Ausschuss, dass eventuell in diese Richtung was geplant ist. Aber wir hören das nicht. Es wird immer die Zusammenarbeit hochgepriesen. Sie passiert aber einfach von Ihrer Seite nicht in diesem Haus. Und bei der heutigen Pressekonferenz ist eines auch wieder einmal passiert. Zum fünften Mal mindestens wurde den Familien Sand in die Augen gestreut mit dem Familienbonus. Dass der auf 2.000 Euro im Jahr erhöht worden ist, haben wir, glaube ich, hier schon fünfmal mindestens debattiert. Das ist keine neue Maßnahme. Zum fünften Mal wird hier der gleiche Sand in die Augen gestreut, den Familien. Und das ist wirklich unerträglich. Und sehr geehrte Frau Ministerin, ich appelliere da wirklich auch an Sie. Bei der heutigen Pressekonferenz sind wieder 4 Männer vorne gestanden. Gerade die Frauen sind aber von der Teuerung massiv betroffen. Und diese Frauen brauchen auch eine Ansprechpartnerin. Es geht um die Sichtbarkeit von Frauen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass Sie als Ministerin dann auch dort stehen und diese Maßnahmen auch präsentieren. Weil es kann nicht sein, dass diese Welt nur von Männern regiert wird. Und das spiegelt sich leider auch in den Pressekonferenzen wieder. Und das ist dramatisch. Es geht auch um Repräsentanz an dieser Stelle. Darüber hinaus brauchen wir nach diesen Akutmaßnahmen auch langfristige Armutsbekämpfung. Langfristige Armutsbekämpfung, wie beispielsweise eine Unterhaltsgarantie, die bereits 2017 versprochen worden wäre. Wie auch damals Minister Mückstein, nachdem er angelobt worden ist, die Abschaffung der Kinderarmut ganz konkret angesprochen hat. Wo sind die Vorhaben? Wo sind die Vorschläge? Bekämpfen wir doch wirklich langfristig auch Armut. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dazu, Vorschläge auf den Tisch zu legen. Fordert vehement Eva-Maria Holz-Leitner von der SPÖ. Sie ist Sprecherin für Frauen, für Kinder und für Jugend. Sie ist Bundesfrauenvorsitzende der SPÖ und es gehe ihr um Repräsentanz, sagt sie in Bezug auf das heute präsentierte Antiteuerungspaket der Bundesregierung.